machen die denn die ganze Zeit? Ist der Typ Komiker oder was? Lass mich raten, sie fummelt sich in den Haaren. Quatsch. Was heißt denn das? Ja, nee, das heißt, dass sie flirtet und zwar mit Pfeffer. Also, Anni, das weiß ja nun wirklich jeder. Das ist Körpersprache. Nicht so nervös, das läuft doch super. Läuft ein bisschen zu super. Ja, so wie der Typ aussieht, also für den würde ich auch arbeiten. Übrigens, wenn du dir so schnell einen neuen Job besorgt hast, vielleicht vergebe ich dir dann sogar, dass du sie gefeuert hast. Anni, jetzt mal ehrlich. Dein 3-Stufen-Plan, das ist einfach, das ist eine Luftnummer. Ihr erst zu kündigen, weil sie nichts mit dem Chef anfängt, ihr dann diese Stelle zu besorgen, damit sie dankbar ist und dann irgendwann... Komm, sag mir mal lieber, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme. Sag ihr einfach, was du fühlst. Fertig. Endlich. Mann, das gibt's doch nicht. Ich hab den Job. Ja, das ist doch ein Wahnsinn. Der ist süß, oder? Der ist süß. Danke. So. Das Beste habe ich euch noch gar nicht erzählt. Er will mich nicht nur als Bauschreinerin einsetzen, sondern ich darf so richtig aufwendige Innenarbeiten machen. Das, was ich immer machen wollte. Wie cool, das ist ja unglaublich. Sei bloß froh, dass du bei Brandner Bau weg bist. Nicht witzig. Ich sag nur so, wie es ist. Ja, du, und falls der vielleicht noch einen Chef für die Betriebskantine sucht, also wie der aussieht, ich bin dabei. Ach, das ist super. Der Job ist super. Mann, Anni, das habe ich nur dir zu verdanken. 2 Fruchtcocktails auf meine Rechnung, ja? Danke. Wow. Ist DG, brauche ich ja nicht fragen. Nicht so gut Druck? Ach, geht so. Du, ich muss zur Arbeit. Kannst du mir mal sagen, warum manche Typen mit ihrer schmierigen Art immer durchkommen? Auch wenn sie vielleicht nicht übel aussehen. Keiner kommt auf die Idee, dass es nur billige Aufreißer sind. Bist du belästigt worden? Nein, aber Bella ist auf dem besten Weg. Ja, Olli hat mir von ihrem neuen Job erzählt und ihrem neuen schnieken Chef. Klingt doch eigentlich alles ziemlich gut. Wenn man mal davon absieht, dass der Typ ihr gleich das Du angeboten hat und sie zum Abschied immer ablutscht. Jetzt will er auch noch mit ihr auf die Pisse gehen. Und sie hat noch nicht mal einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Also wenn du mich fragst, sucht er keine zum Schreinern, sondern eine zum Hobeln. Man könnte ja fast den Eindruck bekommen, du wärst eifersüchtig. Ach, so ein Blödsinn. So, wir versuchen einfach von der Baubranche Frauen zu begeistern. Und so ein Playboy macht uns den Ruf kaputt. Ja, ist sehr löblich, dass sich das so beschäftigt. Aber Andi, irgendwie scheint dich ja schon zu interessieren, was Bella über ihren neuen Chef denkt, oder? Mein Vorschlag? Frag sie einfach. Ach, da bist du ja. Ja, sorry, ging nicht schneller. Ich habe mir eine Stunde freigenommen. Sag mal, du willst nach Schweden? Ja, keine Ahnung, ob ich das machen soll, aber ich meine, das wäre die Riesenjobchance für mich. Ja, das freut mich natürlich, aber ich würde dich hier vermissen. Ja, ich weiß auch nicht, das würde mir auch total schwerfallen, dich hier zurückzulassen und Charlie und die anderen, aber ich meine, Schweden! Komm, ich koche uns erstmal einen Kaffee, dann erzählst du über Schweden. Herr Klöckner, es tut mir unheimlich leid, dass Sie Frau Jakob schon fest eingeplant haben, aber sie steht nun mal noch bei Brandner Bau unter Vertrag und ich kann sie unmöglich gehen lassen. Ja, ich weiß selbst, dass ich sie Ihnen empfohlen habe, aber wie soll ich sagen, da war halt noch eine andere Sachlage. Ja, Sie müssten definitiv auf Frau Jakob verzichten. Auf Wiederhören. Olli, lass uns mal kurz allein, bitte. Klar. Sag mal, hast du sie noch alle?
Du hast hinter ihrem Rücken den Bautypen angerufen und ihr damit den Job versaut, oder was? Ja, irgendwas muss ich doch machen. Sie wäre sonst mit ihm nach Schweden gegangen. Dann wären die als Paar zurückgekehrt, weil da oben ist es dunkel und kalt. Und jetzt zwingst du sie wieder für dich zu arbeiten. Sag mal, gehört es immer noch zu deinem Drei-Stufen-Plan? Verzweifeln, wiederaufbauen und ernten? Ach so. Mensch, jetzt. Du bist wieder der Chef von Bella und damit tabu für sie. Das Problem ist nur, dass du jetzt sowieso ein Vollidiot für sie bist. Olli, machst du mir einen Kaffee? Mach's dir doch selbst. Was soll das denn jetzt? Das soll heißen, dass ich gerade keinen Bock habe, dich zu bedienen. Im Gegensatz zu anderen muss ich hier keinen Knebelvertrag erfüllen. Er sollte mir eigentlich dankbar sein. Ohne mich wäre sein Schwesterchen bald über alle Berge. Manni fühlt sich komplett verarscht von dir, von vorne bis hinten. Das wird sie dir nie vergessen. Und ich verspreche dir, die nächsten 3 Monate, das wären die längsten deines Lebens.